Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich heute zum Behind-the-Scenes-Vlog der beiden Shooting-Tage von meiner eigenen Kollektion mit Returnity. Wenn dieses Video hier online kommt, dann habt ihr tatsächlich schon das Kollektionsvorstellungsvideo gesehen, denn das kam am Mittwoch, soweit ich weiß. Und das hier kommt am Sonntag. Das heißt, wenn dieses Video online kommt um 15 Uhr, war heute um 11 Uhr schon der Drop. Ist da unten irgendwo der erste Link, könnt ihr draufgehen und euch sehr, sehr gerne was von der Kollektion ziehen. Heute, wie gesagt, Behind-the-Scenes. Wir werden mal gucken, was heute so geht. Heute ist der erste Tag von zwei. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Tage, wo wir eben alles machen. Shooting hier, Shooting da, bla bla bla. Wir machen zwei einzelne Locations. Heute ist der erste Tag. Heute sind wir in so einer Loft-Location, die extrem, extrem nice aussieht. Und heute werden wir Kampagnenbilder machen, Leger, ein bisschen Behind-the-Scenes-Filmen, ein bisschen Mutsachen machen, auch für Instagram. Ich mache ein paar Shots hier und da. Morgen, da werde ich auch dann mitnehmen, werden wir das Kollektionsvorstellungsvideo drehen, was ihr schon gesehen habt. Wir werden die Shop-Bilder machen, also für den Online-Shop. Und ich bin einfach mega gespannt, wie das Ganze wird. Das ist das erste Mal, dass ich so wirklich, ja, bei so einem Shooting so richtig, richtig interaktiv mit am Start bin, weil es auch eben halt meine Sachen sind. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Also ich würde mal sagen, wir haben so ungefähr die Hälfte des Tagesplans geschafft, denn es ist, oder? Doch, haben wir. Ja, es ist Mittagspause. Wir haben Essen bestellt und zwar, weil das Team, sag ich mal, ne, sind alles Veganer und so, ist hier immer schon gesund. Ihr könnt mal gucken, was ich bestellt habe und zwar Caesar Wrap. Ja, sieht schon mal sehr, sehr wild aus. Wir machen das Ganze einmal auf. Boah, das sieht aber sehr, sehr geil aus. Hier, wunderschönes Mittagessen. Das wird sich jetzt reingehauen. Dann geht's weiter. Dann gibt es mir ein paar Einblicke, habt ihr gerade schon vieles gesehen. Ich versuche noch ein bisschen mehr zu filmen, wo ich auch ein bisschen labere und euch ein bisschen sage, was alles so gemacht wird. Und ansonsten wird jetzt reingehauen, dann sehen wir uns gleich wieder. Guten Hunger. Fertig gegessen, das Essen passt tatsächlich sehr gemundet, war wirklich sehr lecker, der Wrap war einfach sehr, sehr gut. Und jetzt geht's weiter, wir sind jetzt bei Set 2. Ihr könnt schon sehen, hier wird gerade zum Beispiel die Essential-Kollektion von Returnity noch gleichzeitig geshootet, die auch im Februar dann rauskommt, die shooten wir auch gleichzeitig. Ansonsten haben wir gerade noch ein Instagram-Bild geschossen, das seht ihr dann auch auf Instagram, deswegen hier mal eingeblendet. Mein Instagram müsst ihr auf jeden Fall reinfolgen. Da seht ihr noch ein Bild, wie ich die Sachen trage. Den Zip-Hoodie habe ich auch gerade zum Beispiel wieder an, ne? Hammer-Ding. Ihr seht diese wunderschönen Meisterwerke im Hintergrund. Ja, guckt euch das an. Wunderschön. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Und zwar werde ich mich jetzt mit meinem Skandal-Outfit, mit meiner Mütze, die übrigens noch am Start ist, weil ich beim Friseur seit zwei Monaten gefühlt nicht war, was ich echt scheiße finde, werde ich mich jetzt hier neben positionieren. So, und dann machen wir ein schönes Titelbild. Das ist das Bild, was ihr auf der Website seht, wenn ihr auf die Website aufklickt. Das erste fette Bild, was ihr seht. Einen fetten Banner mit Jan X Returnity. Und ich hoffe, das Ganze wird jetzt gut. Ich hoffe, der Fotograf enttäuscht mich nicht. Und dann ja, kriegen wir da was Geiles hin. Ich liebe euch jetzt noch ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen von dem Ganzen. Dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht. Und ansonsten, gut gelingen. Also, ich zeige euch jetzt mal ein, zwei Ergebnisse, die wir gerade bekommen haben durch das Shooting, was hier gerade gemacht wurde. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel mal sehen, so will das Ganze jetzt ungefähr aussehen auf der Website. Ihr werdet dann, wenn das Video online kommt, schon gesehen haben, wie die Bilder auf der Website dann aussehen, damit ihr mal seht, wie das Ganze hier abläuft. Das wäre generell so dieser Raum, den wir gerade so ein bisschen geshootet haben, eben diese Loft-Location. So, ich wollte mir jetzt noch mal einmal ganz kurz die Zeit nehmen und euch noch ein paar wichtige Sachen sagen, wie zum Beispiel, dass wir in jeder Bestellung eine eigene Grußkarte haben, wo einmal zum Beispiel Jan X Returnity vorne draufsteht, das wäre einmal die Vorderseite und die Rückseite noch mit einem kleinen schönen Dankestext und meine eigene Unterschrift, die ich wunderschön geschrieben habe. Die Karte ist in jeder Bestellung dabei, habe ich im Kollektionsvorstellungsvideo zum Beispiel gar nicht gesagt, ne? Ist noch in jeder Bestellung dabei. Genauso wie wir an jedem Produkt eigene personalisierte Hangtags haben. Das Ganze würde dann so aussehen, ihr könnt sehen, Jan X Returnity hier nochmal drauf und sollen wir auf der anderen Seite das Returnity Logo natürlich auch am Start. Und ihr sehen könnt, alles wurde hier wunderschön personalisiert. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Produkten im Schnelldurchlauf. Ihr könnt schon sehen, den Zip habe ich gerade an. Wie ich finde, ich habe es auch im Video gesagt, im Kollektionsvorstellungsvideo ist der beste Fit, den ich je bei einem Zip anhatte. Sieht einfach geisteskrank aus, fittet wunderschön, weil man das Ganze hier so ein bisschen aufmachen kann. Ist einfach nice. Die Jeans genauso. Ich bin mega happy mit dem Produkt. Aber ihr habt es jetzt mittlerweile eh schon auf Instagram, in meinen Stories, im Video überall gesehen, diese Jeans.
und die Resonanz war wirklich sehr, sehr krass. Natürlich droppt auch noch eine Cargo-Hose in diesem wunderschönen Olivton. Das wäre einmal die Cargo, habe ich auch schon vorgestellt, mit den Multi-Pockets auf beiden Seiten, einem Zipper und nochmal Pockets und nochmal einem Zipper zum Auf- und Zumachen. Und wie ich finde, auch ein super Ding geworden, findet auch sehr entspannt. Aber ihr habt jetzt eh alles schon tausendmal gesehen, ich wollte es nur ganz kurz nochmal zusammenfassen. Das wären die drei Produkte. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Produkt. Und ich hoffe natürlich, wenn die Sachen bei euch ankommen, dass ich eine super Resonanz bekomme. Meine DMs platzen mit Jan, die sind super, ich bin zufrieden, dies, das. Weil das ist das, was mich am Ende des Tages am glücklichsten macht. Scheiß mal auf Zahlen, scheiß mal auf dies, scheiß mal auf das. Die Resonanz und die Kundenzufriedenheit sind natürlich das Wichtigste. Und ja, Freunde. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist es dunkel geworden. Ja, der Tag nähert sich dem Ende und das Shooting ist tatsächlich auch zu Ende. Der erste Tag ist vorbei. Wir haben heute wirklich einiges geschafft. Wir haben, ja, ihr habt ja die Einblicke gesehen, wir haben wirklich sehr viel gemacht. Ich konnte jetzt wirklich nicht 24/7 die ganze Zeit mit der Cam irgendwie rumlaufen und alles filmen. Deswegen, ja, habt ihr einfach ein paar Einblicke bekommen. Ich hoffe, das reicht euch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel gesehen und konntet euch so ein gutes Bild machen, wie der Tag heute war. Es war wirklich sehr produktiv. Es hat mega Spaß gemacht. Jetzt bin ich gespannt auf den zweiten Tag, denn der ist nämlich morgen. Morgen sind wir in so einem richtigen Fotostudio. Heute war mehr so ein Loft auf chillige Vibes, wie ist das. Also morgen wird auch nochmal ein bisschen gehustelt, da bekommt ihr auch wieder Einblicke. Deswegen würde ich sagen, fahre ich jetzt nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder beim zweiten Tag. Und ich hoffe, der wird genauso gut wie heute. Und dann sind wir alle zufrieden. Ihr seid zufrieden, ich bin zufrieden. Alles gut, bis morgen. Also, Freunde, wir haben heute den zweiten Tag. Der zweite Shooting-Tag ist am Start und heute haben wir eigentlich gar nicht so viel vor. Heute machen wir Produktbilder, Freisteller und drehen noch das Kollektionsvorstellungsvideo, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, denn ich denke mal, der Vlog wird nach dem Kollektionsvorstellungsvideo online kommen. Ja, so viel ist eigentlich heute gar nichts zu tun, ganz entspannt. Ich werde euch ein paar Einblicke liefern und ich denke mal, die Einblicke werdet ihr auch gleich sehen im coolen Zusammenschnitt, die Stars, wo ich so ein bisschen, ihr wisst, ne, so ein bisschen am Hustlen bin. Und ja, das wär's zum Tag heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Aufnahmen. Und dann sehen wir uns, wenn das Ganze hier fertig ist, nochmal wieder mit einem kleinen Fazit beziehungsweise einfach einem kleinen Zusammenschluss des Tages. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Let's go! Wir haben tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, 3-4 Stunden später haben wir alles abgehakt, was auf der Liste stand und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ich hoffe, die Shots waren cool, ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen und wenn dieses Video hier online ist, dann war der Drop schon, denn der Drop war um 11 Uhr heute. Das Video kommt, denke ich mal, um 15 Uhr und ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es alles lief. Ich hoffe, es lief gut. Ne, wenn das Video online ist, dann werden wir es wissen, dann werde ich es auch wissen. Und ja, das ist mit dem Behind-the-Scenes-Vlog. Das war es mit den ganzen Aufnahmen. Und ich hoffe, ihr fandet das Ganze gut, habt ein paar schöne Einblicke bekommen. Und ansonsten gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren. Und das wär's von mir, Freunde. Ciao.